Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Fallen Order und zieht euch mal den Hintergrund rein. Seht ihr das, Alter? Das sieht doch richtig geil aus. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr wieder am Start seid. Vielen Dank auch an alle Supporter dieses Projektes, dass ihr das so fleißig unterstützt. Es hat mich wirklich sehr gefreut und eure Beteiligung allgemein auch. Natürlich, kleiner Hinweis, folgt mir auf Instagram, checkt Instant Gaming ab, da läuft immer noch das Gewinnspiel. Und wir beenden kurz mal, beantworten kurz die Fragen von der letzten Folge auf schnelle Welle. Wer befreit Lando aus dem Griff einer Tentakel des Sarlaks? Natürlich war das der gute Mann Han F. Solo. Das F. steht für, ihr wisst schon. So, dann die nächste Frage. Was versteckt R2-D2, während er auf Jabbas Schiff arbeitet? Natürlich Lukes Lichtschwert. Das wussten sicherlich auch wieder einige. Und die nächsten Fragen für die ganz harten Profis hier. Obwohl, so schwer ist es nicht. Was verwendet der Imperator, um Luke Skywalker anzugreifen? Wirklich sehr einfach, Freunde. Was verwendet er denn? Na, wofür steht er wohl? Ihr wisst es schon. Dann, was ist laut dem Imperator der einzige Weg, Luke auf die dunkle Seite der Macht zu ziehen? Was sagt er? Was ist der einzige Weg, Luke auf die dunkle Seite der Macht zu ziehen? Na, Freunde, ihr wisst es doch bestimmt. So, genug Werbung, genug Quiz. Weiter geht's mit dem Game. Absturzstelle. Kann ich hier rein? Schwimmboost. Das sieht ja mega geil aus. Also, wie gesagt, warte mal, direkt mal hier rüber schwimmen. Theoretisch können wir jetzt... Oh, Junge, da ist schon wieder so ein kleines Drecksvieh. Theoretisch könnten wir jetzt abhauen. Aber theoretisch könnten wir auch einfach mal noch ein bisschen hier weiter forschen. Die Bewohner haben das Denkmal für die Klone auf dem Venator gebaut, siehst du? Das Imperium ist nicht unsere einzige Sorge. Ja, wir haben es gesehen. Ach, apropos, ich wollte ja nochmal ganz kurz in Ruhe dann gucken nach der letzten Folge, was ich mir jetzt hole als Upgrade, das sage ich euch gleich. Überflutet. Wie konnte es dazu kommen? Ich habe mir jetzt als Upgrade geholt, dass ich mehr Energie bekomme, wenn ich einen Stim aktiviere. Habt ihr ja gesehen, bisher war es ja ungefähr nur die Hälfte. Ich habe mir mehr Lebensenergie allgemein geholt. Und ich habe mir mehr Machtenergie geholt. Schön. Waren wir hier schon mal? Nee. Hier waren wir noch nicht. Also mehr Macht, mehr Lebensenergie und mehr Stim-Regeneration. Er starb bei einem Einsturz. Imperiale Grabungen machen die Tunnel instabil. BD-1, hier rüber. BD-1, wir müssen ganz kurz mal meditieren hier, damit mir der Punkt hier gespeichert wird, falls ich verrecke oder so. Dass ich wieder den ganzen Weg laufen muss. Und es ist jetzt schon wieder. Eigentlich will ich mich mit dem Vieh anlegen. Aber hier geht es auch wieder rum weiter, weißt du? Aber wenn ich jetzt hier runterspringe, dann komme ich nicht mehr so leicht hier hoch. Deswegen würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück. Legen uns mit der Bestie an. Checken nochmal die kurze Absturzstelle ab. Und das ist, also ich finde es gerade echt interessant. Es macht irgendwie auch Bock, die Welt zu erkunden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Klar, Story würde ich auch gerne wieder ein bisschen mehr sehen. Ein bisschen mehr Cutscenes oder so. Liebe ich ja sowieso anzugucken, wenn sie gut gemacht sind. Und bisher waren sie echt gut gemacht, fand ich. Aber zieht euch das mal hier rein, weißt du, das sind halt einfach so Bilder, die, weiß nicht, ich finde die einfach, das ist ja, also es ist einfach, jo. Reese, bist du beschäftigt? Ich wollte mir gerade, nicht beschäftigt, nie beschäftigt. Brauchst du denn was? Wir sind zwei abgestürzte Schiffe. Du warst nicht der einzige Pilot, dem der Wind zu schaffen gemacht hat. Oh, das fällt dir jetzt auf? Wo warst du denn? Ich meine, besser als ich geht gar nicht. Ja, okay. Ich wollte mich nur bedanken. Also du bist wirklich gern geschehen, Kleiner. Ich muss weg. Ich hab zu tun. Also, wir sehen uns. Ciao. Ich sag doch, Freunde, im Laufe der Zeit wird er uns sehr gern haben. Ist hier irgendwie ein Abgrund oder so? Nee. Ich werde hier aber nicht gleich von irgendwelchen Stäben weggeboxt, oder? Wie zum Teufel komme ich da hoch? Auch hier
nee, okay, die schimmern jetzt nicht rot. Aber ich hätte mir jetzt ganz gut vorstellen können, dass wir die vielleicht per Machtgriff hier ranziehen müssen, dass wir da hochklettern können, wisst ihr? Wisst ihr, was ich meine? Aber die schimmern zumindest jetzt aktuell nicht rot. Aber ich kann mir das trotzdem ganz gut vorstellen, dass man die hier irgendwie langziehen kann. Nur gut, was ich sagen wollte, alleine die Bilder hier, also diese abgestürzten Schiffe, Landungsschiffe und Kampfschiffe und hast nicht gesehen, das ist halt einfach geil, ja? Das ist halt einfach geil. Das hatte Episode 8 zwar auch, die hatten mega geile Bilder so stellenweise, aber ich habe es ja schon im ersten Part gesagt, ich fand Episode 8 so beschissen schlecht, einfach was sie da mit Luke Skywalker gemacht haben, alleine was sie mit Luke Skywalker gemacht haben, da war es schon für mich gelaufen, der Film. Weiß nicht, wie ihr das seht. Einige hatten ja auch geschrieben, sind der gleichen Meinung. Manche finden Episode 8 ja auch cool und so oder geil. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ist ja schön. Ist ja umso besser für dich, dass du einen Film mehr hast, den du geil findest. Ich habe halt einen Film mehr, den ich scheiße finde. In einer Filmreihe, die ich ja, liebe. Ja, alles klar, Bruder. Was bin ich denn hier? Euer Rambock oder was? Kleines dreckiges Scheiße. Das ist doch, Alter, ihr wollt mich doch verarschen, Alter. Es ist doch. Ey, Junge. Ich bin doch ausgewichen! Ja, wenn er Auto-Aiming hat, Alter. Das ist ja unfassbar. Der macht dich platt. Kleines Drecksvieh. Oh mein Gott. Oh mein... Er macht mich... Fucking... Platt, Junge! Oh mein Gott, Junge! Bin ich schlecht? Bin ich schlecht, oder was? Halt doch dein Maul, ey. Du nicht, BD. Dich meine ich nicht. Hey! Was ist das, BD1? Swoop! Swoop? Alles klar. Swoop, Junge, wow, alles klar. Das sieht auf jeden Fall nach Swoop aus. Gefällt dir das Speedy One? Ich weiß nicht so genau. Oh Gott, Freunde, ja, jetzt kann ich mich mit den großen Viechern nicht mehr anlegen. Ich kann mich nicht mal mehr mit einer kleinen Scheißhauspflege anlegen. Weil hier waren ja zwei, aber die beschützen doch irgendwas. Da hinten ist eine Kiste zum Beispiel. Irgendwas bewachen die doch hier. Nur die Kiste? Ich werde verrecken, aber vielleicht kann ich den austricksen. Wenn ich den hier rüberlocke. Rüberlocken. Alles klar. Egal. Dann gibt's wenigstens ein faires Rematch. Ich gehe da hin und klatsche weg. Was erlauben dir? Yo, noch ein Schwinger. Alles klar. Ey, das ist natürlich ekelhaft, Alter. Das ist natürlich ekelhaft. Du weißt schon aus, aber halt scheiße, weißt du? Geht doch. Eigentlich hatte ich versucht, ihn auszutricksen und hier direkt hochzuspringen, aber ihr habt es ja gesehen. Es ist gescheitert. Ach, guck mal hier. Wie kann man die Barrieren ausschalten? Als wenn man wirklich das Stromkabel einfach ziehen müsste. Weißt du, wie in Unleashed den Spielen. Als wenn man einfach das Stromkabel ziehen müsste. Ach, guck mal, da unten kann man durch. Perfekt, Alter. Gut, dass ich das Schimmern sehen hab. Sonst hätte ich das wahrscheinlich übersehen, sonst. Oh, na gut. Wie wär's mal mit einem neuen Kostüm für ihn hier? Ich wollte gerade sagen. Ja. Ja, ist in Ordnung. Was, wir sehen, Junge. Wir sehen aus wie kleine Hipster-Jedis und Droiden. Hä? Okay.
Ist hier nichts? Wir müssen wahrscheinlich oben den Strom aktivieren oder so, oder? Oder kann man das auch hier machen? Weil es scheint so, als wenn hier wieder so eine Übertragung stattfinden würde. So eine Nachricht für uns. Also nicht für uns direkt, aber dass wir die abfangen können. Na gut. Anscheinend ist hier sonst nichts mehr. Bevor wir nicht oben, schätze ich jetzt einfach mal, den Strom aktivieren. Jetzt will ich mal ganz kurz hier oben, hier vorne gucken, bevor wir dann weitergehen. Weil der muss ja auch... Aha. Wie aktiviere ich das? Wie komme ich da ran? Scheiße, Mann. Ach, warte mal. Kann man vielleicht das Wasser ablassen oder so? Holy moly. Holy moly, Mann. Wie unfair. Gib mir einen Stim. Ey, die es gibt so viele Gegner, die zuschlagen, während du noch auf dem Boden liegst. Alter. Mehr gibt der nicht. Guckt euch das mal an. Das ist so frech. Das ist so frech, wie wenig Erfahrungspunkte du bekommst für solche Brecher, Alter. Ja, gut. Wir sind... naja. Müssen wir wahrscheinlich irgendwie das Wasser ablassen, aber... Ja. Er hat ja auch gesagt, dass das ganze Gebiet überflutet ist. Deswegen hauen wir erstmal ab, Freunde. Ah, ne, hier oben war das. Na los, hoch mit dir. BD1, die Farbe sieht irgendwie scheiße aus, ehrlich gesagt. Irgendwie sieht die scheiße aus. So. So, kurz meine Stims wiederholen. Ist halt nur die Frage, wie lässt man das Wasser wieder ab? Das ist halt nur die Frage, wa? Achso, jetzt, jetzt hätte ich schon wieder... Ach komm, egal. Den einen Punkt riskiere ich jetzt einfach mal. Alter! Alter! Oh, wo zum Teufel... Lass es sein! Ey, da... Ey, wo bin ich hier, Freunde? Wo bin ich? Wo bin ich überhaupt? Oh! Ich bin unter einer imperialen Ausgrabung. Sie sind viel weiter als gedacht. Das ist im Moment unwichtig. Das Imperium hat dich als den Jedi von Bracca identifiziert. Sie suchen bereits nach der Mantis. Könnt ihr mit der Mantis weg? Ein Triebwerkstart ist zu riskant. Durch die Entladung würden sie sofort auf uns aufmerksam. Ich komme so schnell wie möglich. Nein, ich wusste nicht, dass es hier hochgeht. Mann, da war noch so viel... Ach, egal. Alles klar? Schwarze Haare einfach? Gehabt gerade kurz? Es ist auch irgendwie sehr krass, wie viele Spiele oder die meisten... anspruchsvolleren Spiele, sag ich mal, also von der Story her zumindest. Das geht wieder nicht, wa? Oder? Doch, das geht. Abkürzung freigeschaltet. Welche Abkürzung? Dahin ist das Schiff. Ach, wir sind ganz am Anfang. Es war wahrscheinlich doch am Ende des Tages der richtige Weg. Boah, es lockt mich schon, zu gucken, was da unten ist. Wie viele Spiele auf richtige Schauspieler setzen, man. Das ist irgendwie voll krass geworden in den letzten Jahren. Immer mehr, also. Finde ich aber eigentlich ganz geil, weil dadurch irgendwie gefühlt die Qualität der Mimik und so und der schauspielerischen Künste und so, der steigt halt. Also die steigt die Qualität. Jo, ich wusste es, ich verrecke. Puh.
Ja, okay, Freunde, alles klar. Kann mir vielleicht jemand erklären, was da schiefgelaufen ist an der Stelle? Da oben ist ein Eindringling. Reich aus, so viel du willst. Ich versuch's weiter. Ja, dann ist ja gut. Nee? Okay. Hier bin ich gerade hergekommen, ne? Ja. Ah, da oben ist noch eine Kiste, Freunde. Diesmal machst du mir... Das gibt es nicht. Jetzt reicht's ja. Recke, Alter! Die kleinen Mini-Einhörner geht mir so auf den Sack, ey. Das glaubt ihr gar nicht. Komm hier, keine Zeit hier für ich bin genau neben ihn gespawnt. BD1, Stim. Du kleine dreckige Sau, du, ey. Oh, nein. An die Wand ran! Oh Gott, wie knapp! Oh, ich bin der Beste! Weiter Druck machen! Das ist unfair, das ist doch unfair! Ja, ich hab ihn! Ich werde dich erledigen! Hilfe! Stimmt! Er haut ab! Wir werden direkt hinter dir sein! Ja. Ey, das ist so eine eklige... Jetzt, wo ich gegen den Gegenschlag machen wollte... Boah, es ist eine eklige Position hier gerade. Ey, dich werde ich hier einfach runterballern. Du Drecksau, ey. So, erstmal die Kiste holen. Alles andere ist unwichtig. Erstmal Kiste. Gut. Das müsste uns aber jetzt irgendwo anders rausbringen, eigentlich. BD1 sieht manchmal so aus, als hätte er ein bisschen Angst, Alter. Das, ist so ein, das könnte der kleine Bruder von Wall-E sein, ey. Auch ein so geiler Film, Wall-E. Wall-E! Eva! Ah, der ist so geil, der Film. Komm, lass mich raus hier. Los! Okay. Ah, okay, einfach nur auf der Seite bringt er uns raus. Oder was? Nee, jetzt bin ich hier schon wieder. Ach, jetzt bin ich hier. Okay. Alles klar, Alter, ja. Okay, alles klar. Gut. Kann man hier nochmal runtergehen? Hallo? Bringst du mich nochmal runter? Oder muss ich den normalen Weg nochmal gehen? Ach, nee, ernsthaft? Oh, nee. Na gut. Obwohl es sowieso kürzer hier runter zu schlittern kostet. Na gut, dann hauen wir jetzt endlich mal ab. Den einen wird es freuen, den anderen freut es auch, dass ich gut erkunde und so. Wie immer, ja. Wie immer mache ich es so, wie ich Bock habe. Ganz einfach. Es sei denn, keiner hat Bock auf Erkunden, aber das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Obwohl, jetzt offenbart sich hier schon wieder ein neuer Weg. Freunde. Was gibt es hier hin? Oh nein. Ihr nervt so heftig, ey. Hau ab jetzt, ey. Nervt mich nicht. Wuhu! Geil. Die eine Kiste holen wir uns noch, Freunde. Da ist schon wieder so einer! Ey, du nervst! Das gibt es gar nicht, Alter!
2 ohne. Ja, du bist der Beste, wir wissen es. Jetzt geh mal drauf hier! Du nervst! Ohne Heilung den, Junge. Ja, genau. Ja, genau! Uah! Genau, Alter. Er hält nur einen Schlag aus und dann ist er schon wieder im Gegenangriff. Ich hab sogar gut geblockt, Alter. Es bringt auch gar nichts, wa? Es juckt ihn überhaupt nicht. Boah, Junge. Ey, jetzt muss ich ein bisschen rumtanzen, aber wir haben es geschafft. Holy shit. Boah, es war nicht leicht jetzt. Puh, Junge, wie viele Alter, wie viele Erfahrungspunkte gibt es? Ist ja der Hammer, ey. Das gefällt mir aber. Und es sind sogar 2 Kisten, Freunde. Na, lohnt sich doch. Ja, schau mal. Sieht das besser an dir aus? Ja, ist auch ein bisschen sehr bunt, aber egal. Kurz orientieren. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. So, waren wir da drüben schon mal? Hier drüben sind wir jetzt. Ich muss kurz meditieren, Freunde. Ich bin fast am Verrecken hier. Das Doofe ist natürlich, nicht mal das Meditieren füllt deine aktuelle Lebensleiste auf. Deswegen muss ich mich jetzt hier kurz ausruhen. Alter, nee, oder? Jawoll, Alter, komm her jetzt hier. Das ist so frech, wie wenig Erfahrungspunkte die geben. Ich weiß nicht mal, wo ich bin jetzt. Ich weiß es nicht mehr genau. Bin ich noch im gleichen Höhlensystem oder bin ich in der Nachbarhöhle gelandet oder was? Hier gibt es so viel zum Entdecken, Freunde. Das hört nicht mehr auf, wa? Aber wir sind ja jetzt schon Officer Crane wieder. Moment, ganz kurz. Aber wir sind ja jetzt schon wieder längere Folge dabei. Oder wir haben gerade eine längere Folge. Wenn ich jetzt hier runterspringe. Da geht's noch lang, aber nicht für mich gerade, weil es so weit weg ist. Kann ich da rüberspringen? Oh Mann, Freunde. Yippie! Erstmal öffnen und euch dann runterstoßen. Was haltet ihr davon? Wenn ich dazu komme. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich komme hier nicht mehr raus wieder. Okay, wenn sie mir jetzt in den Arsch beißen, dann raste ich aber aus. Jetzt ist. Einfach ausweichen, indem man zurückläuft bei mir. Wo ist er denn jetzt, Mann? Ihr nervt so heftig, Alter. Das gibt's gar nicht. Neuer Poncho. Yippie. Oh mein Gott. Kann man da durch? Kann man hier auch durch? Ach so, da bin ich doch hergekommen gerade. Boah. Okay, ich dachte schon, da könnte man abstürzen. Ja, Freunde, ich habe keine Ahnung, wie ich zurückfinde. Wo bin ich denn eigentlich? Obwohl, da hätte ich rüberspringen können. Vorhin. Aber ich will jetzt auch kurz gucken, wo es jetzt hier lang führt. Ey, wir sind schon wieder fast bei 25 Minuten, ey. Ich wollte die Videos gar nicht so lange machen, aber wir sind jetzt nur am Erkundungsmodus. Da kann man es schon mal ein bisschen länger machen. Das ist schon in Ordnung.
Ich weiß ja, dass die meisten würden es trotzdem freuen. Ein bisschen Hintergrundinformationen, ein bisschen neue Klamotten und so. Und neue Lichtschwertsachen. Ey, wie krass sich das lohnt, das alles nochmal abzuklappern, wa? Aber jetzt ist Dead End hier. Okay, gut, Freunde, wisst ihr was? Wir machen es so. Die Folge ist lang genug, ja? Die ist lang genug, ist voller Erkundung. Lasst gerne mal Feedback da, ob euch sowas gefällt. Ist sehr, sehr viel Erkundung jetzt gewesen. Aber zwischendurch natürlich auch ein bisschen was an Story. An ein bisschen Story zwischen den Charakteren, die wir ja schon kennen. Und auch ein bisschen Hintergrundinformationen zu der Welt und so weiter. Ich werde jetzt hier aufhören. Ihr lasst eine Bewertung da, ihr lasst gerne mal Feedback da zu dem ganzen Thema. Erkunden, nicht erkunden und so. Wie viel, etc. Und dann werden wir auf jeden Fall uns beim nächsten Mal sehen. Ich werde jetzt einfach mal mich hier durchfighten. Und wir sehen uns dann beim Schiff, weil wir hauen jetzt wirklich ab. Jetzt reicht es aber wirklich hier mit dem Planeten. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich finde das Erkunden echt geil. Macht auf jeden Fall Laune, finde ich. Ja, macht mir sowieso meistens Laune und sowas. Wenn es dann noch gut gemacht ist, gerne noch. Ich muss jetzt nur gucken, wie ich jetzt wieder zurückkomme, Freunde. Aber das muss nicht eure Sorge sein. Wir hören uns nächstes Mal bei der Mantis. Haut rein! Tschüss!